Es ist eine spannende Ausbildung, im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie ist Pflicht für alle, die später einmal an unter Spannung stehenden Teilen arbeiten. Denn ein falscher Handgriff kann schlimme Folgen haben. Gerade beim unter Spannung arbeiten im Netzbereich, das heißt im Verteil- oder Übertragungsnetz, ist die Stromstärke relativ groß. Immer gerade im Störungsfall ist der Störlichtbogen relativ intensiv und somit auch eine große Gefährdung. Also man hat auf der einen Seite die Gefahr der Körperdurchströmung und auf der anderen Seite die Gefährdung durch den Lichtbogen selber. Die Mitarbeiter werden zuerst theoretisch geschult. Sie lernen, die Gefahr zu erkennen und auf was sie achten müssen. Dann werden die persönliche Schutzausrüstung und das Werkzeug genau unter die Lupe genommen. Lichtbogenbeständige Helme und Visiere, Spezialjacken, Isolierhandschuhe, Sicherheitsschuhe. Das Um und Auf ist eigentlich die persönliche Schutzausrüstung. Ähnlich wie beim Motorradfahren ist das das Einzige, das man dann tatsächlich schützt, wenn es zu einem Lichtbogen oder zu einer Körperdurchströmung kommt. Die Schutzwirkung ist tatsächlich sehr groß. Also das müsste wirklich ein ungewöhnlicher Umstand sein, damit diese persönliche Schutzausrüstung, man kann das natürlich nicht zu 100% verifizieren, aber dass die praktisch nicht funktionieren würde. Der zweite Teil, das ist die Kenntnis über die Gefährdungen und damit verbunden natürlich auch die Praxis und die Routine. Geübt wird an echten Schaltkästen, allerdings doppelt abgesichert, falls beim Üben doch einmal was schief gehen sollte. Die Kursteilnehmer lernen nicht nur das Hantieren mit dicken Handschuhen und Helm, sie lernen auch verschieden alte Systeme kennen. Wir haben verschiedenste Betriebsmittel im Netz, auch verschiedenste Baujahre. Also eine Betriebsmitteldauer, Lebensdauer beträgt ca. 50 Jahre und über diese 50 Jahre erstrecken sich die Betriebsmittel, die wir im Netz so verteilt haben. Und je älter diese Betriebsmittel sind, desto gefährlicher werden die einfach. Gell? Und desto besser muss man darauf aufpassen, muss sich auf diese Gefährdungen, die dann auch ausgängen, einstellen. Und genau deshalb lernen die Kursteilnehmer jede Schraube kennen. Denn im Berufsalltag ist es wichtig, dass jeder Handgriff sitzt, weil's sonst blitzt.